Punkt 18 Uhr und selbstverständlich ist das die Zeit für Bunte Live und wir schalten jetzt in die Bunte Redaktion nach München zu der geschätzten Kollegin Barbara Fischer. Einen wunderschönen guten Tag, lieben Gruß nach München. Wir müssen ganz dringend sprechen über Paulina Roginski. Sie ist seit circa einem Monat getrennt, aber es geht ihr gut. Liebe Babsi, was wissen wir? Genau, ja, und zwar hat ihr guter Freund Riccardo Simonetti sie für Bunte interviewt, weil Bunte feiert 75. Geburtstag. Und in dem Zusammenhang hat sie gesagt, dass es ihr super geht. Also ihr geht's richtig gut, sie ist total bei sich, ja, sie sei auch jemand, der sehr auf ihr eigenes Wohlbefinden achtet, weil sie auch der Meinung ist, wenn man sich wohlfühlt, dann strahlt man das auch aus, das kennen wir ja alle. Und sie guckt auch, dass sie sich wirklich mit Menschen umgibt, wo sie selbst sein kann, ne? Also Familie und gute Freunde. Und gleichzeitig sagt sie auch, gerade solche Dinge wie jetzt eine Trennung, ne? Das ist ja eine große Veränderung im Leben. Und sie sieht sowas eher als Chance an und nicht als negativ. Also ihr geht's echt gut. Also es hört sich jetzt erstmal wirklich toll an, aber gerade auch nach so einer Trennung. Normalerweise sind die Leute dann ja sehr traurig, brauchen auch noch so ein bisschen Zeit, bis es einem dann wieder richtig gut geht. Gibt es so ein Geheimnis, was sie Riccardo in dem Fall erzählt hat, wie sie es geschafft hat, nach so kurzer Zeit wieder so happy zu sein? Ja, sie sagt halt, dass sie sich auf die kleinen Dinge im Leben besinnt. Und das kennen wir ja alle. Und bei ihr ist es so, die Miete ist eigentlich schon gerettet am Tag, wenn der Hafer-Cappuccino besonders gut schmeckt und wenn im Alltag eigentlich so man nett miteinander umgeht. Ja, also wenn sie, ob es jetzt irgendwie eine Bedienung ist oder der Nachbar, dass man einfach nett zueinander ist. Und das Wichtigste, ich glaube, und das kennen wir alle, wenn man vor der Tür direkt einen Parkplatz findet und die Haare sitzen, dann ist alles gut. Also das mit dem Parkplatz, insbesondere in Berlin, kann man natürlich total nachvollziehen. In Köln ist das natürlich auch eine Vollkatastrophe. Ich gebe dir aber recht, ich habe Paulina auch immer, gerade wenn sie bei uns im Studio war, immer sehr, sehr nett erlebt, was natürlich eben genau dafür spricht, dass sie einfach den Menschen um sich herum einfach nett begegnet, ne? Total. Und sie ist ja auch Astrologin. Sie guckt ja auch immer, wie die Sterne stehen. Das macht natürlich bei ihr auch viel aus, ne? Wie es ihr geht. Und sie hat uns auch einen Tipp gegeben. Also Chris, pass jetzt auf. Sie sagt, man sollte wirklich, gerade weil jetzt aktuell so viele schlechte und gute Dinge gleichzeitig passieren, sollte man ganz bewusst darauf achten eigentlich, wie man handelt. Weil sein Handeln das Schicksal wirklich verändern kann, ne? Also Chris, achte jetzt zweimal darauf, was du tust. Ah, das mache ich. Deswegen lass uns doch einfach bei dem Thema Astrologie bleiben. Ich weiß natürlich auch, dass Paulina da seit Jahren extrem drin ist in dieser Thematik. Da haben wir uns gefragt, zusammen mit euch, zusammen mit den Bunte Kollegen, wie es eigentlich die anderen Promis so mit Astrologie halten. Ja, also Astrologie. Ich weiß, dass ich Löwe bin. Ich weiß, dass mein Sternzeichen Krebs ist und dass mein, ich glaube, mein Aszendent ist Jungfrau. Mein Assistent ist heute nicht da. Irgendwann, wenn man älter wird, ist dann der Aszendent wichtiger. Und mein Aszendent ist Krebs. Also ich bin Krebs. Und ich glaube, dass tatsächlich wundernswerterweise meine Sachen total gut zu mir passen. Der Krebs ist das Häusliche, das Verbindende, das Empathische. Herzlich, empathisch, energiereich. Zwei Schritte vor, einer zurück, heißt es beim Krebs. Das trifft es doch auch ganz gut. Man sagt, die sind total sensibel, total überdramatisch, glaube ich. An alle Sternzeichen-Profis, bitte hatet mich jetzt nicht. Und Jungfrau soll sehr fleißig und sehr ehrgeizig und sehr ordentlich sein. Ordentlich kann ich jetzt bei mir nicht behaupten. Ich bin Waage und ich weiß sogar, dass ich mit Aszendent bin ich Löwe. Löwen sind anscheinend ehrgeizig. Eigentlich sollte man sagen ausgeglichen, aber ich bin da trotzdem narrisch und wild. Mein Partner ist, ich glaube, er ist Skorpion. Aber jetzt weiß ich auch gar nicht, ob das passt eigentlich gar nicht so. Aber das finde ich dann eigentlich auch nicht so wichtig. Spielt dann doch eine Rolle. Das kann doch keiner leugnen. Liebe Barbara, wir müssen über ein anderes Thema sprechen. Denn nur einen Tag jetzt, nachdem die Anklage wegen fahrlässiger Tötung gegen Alec Baldwin fallen gelassen wurde, wird der Film Rust weitergedreht. Es soll ja ein Western werden. Und auch der Witwer der damals erschossenen Kamerafrau scheint die Trauer überwunden zu haben. Lass uns das mal kurz ein bisschen einordnen. Barbara, was wisst ihr? Genau, du hast gerade schon gesagt, Alec Baldwin steht wieder als Cowboy vor der Kamera. Aber, warte mal, oh Scheiße. Entschuldigung, mein Mikro ist gerade, glaube ich, rausgefallen. Ich war mir nicht ganz sicher. Aber für mehr
aufregen, sag ich mal, sorgt jetzt der Witwer. Genau, Matthew Hutchins. Er hat sich nämlich jetzt gezeigt in der Öffentlichkeit und zwar nicht alleine. Und ich habe ein paar Bilder mitgebracht, wo wir ihn sehen. Und zwar scheint er eine neue Frau an seiner Seite zu haben. Mhm. Er scheint frisch verliebt. Wir sehen ihn hier auch knutschend. Er war ja mit seiner Begleitung wandern in L.A. in einem Park. Und ja, ehrlich gesagt konnten die beiden nicht die Finger voneinander lassen. Also die beiden waren total verliebt. Und ich glaube, ja, er hat echt wieder Glück in seinem Leben gefunden und will auch zeigen, hey, ich bin zurück. Und er will auch seine Liebe zeigen. Ne? Also ich glaube, er will dazu stehen. Und ich glaube, das kann man total nachvollziehen. Das ist ja jetzt so circa ein Jahr her, als diese unglaublich unglückliche, letzten Endes ist es ja ein riesengroßes Unglück gewesen, was da am Set passiert ist. Und ich würde jetzt mal sagen, dass es ja schön ist, dass es ihm offensichtlich besser geht, er offensichtlich wieder in der Lage ist, nach vorne zu blicken. Es gibt aber auch Stimmen, die sagen, dass das eventuell taktlos sei. Barbara, wie seht ihr das? Ja, ich kann verstehen, dass manche Leute das jetzt als, ja, geschmacklos empfinden oder vielleicht auch zu früh. Aber letztlich ist es so, ich meine, er musste jetzt so viel verarbeiten im letzten Jahr. Allein die ganzen Gerichtsprozesse, jetzt haben sie sich geeinigt. Das weiß man natürlich nicht, auf welche Summe. Er und Alec haben sich ja auf eine unbekannte Entschädigungssumme geeinigt. Er ist jetzt auch als Produzent beteiligt. Das heißt, er wird auch an dem Gewinn beteiligt des Films. Und er wollte auch die Arbeit seiner verstorbenen Frau natürlich ehren. Und er hat ja auch einen Sohn. Ne? Und ich glaube, umso wichtiger ist es, dass er jetzt nach vorne blickt und auch eine Stütze in seinem Leben hat, sowohl für ihn als auch seine Frau. Deswegen aus meiner Sicht, das Leben muss weitergehen und ich freue mich für ihn. Ich denke auch, dass wir uns da einig sind und all diese Menschen, die da irgendwas sagen, es wäre zu früh. Aber ich glaube, die haben dieses furchtbare Schicksal nicht erlebt und von daher, wir wünschen alles Gute und hoffen, dass das damit dann auch beendet ist und die Frau ruhen kann. Babsi, das war sehr ergiebig. Vielen Dank, lieben Gruß nach München. Und wir fragen uns an dieser Stelle, was eigentlich aus Maren Gilzer geworden ist. Denn die ehemalige Glücksrad-Buchstabenfee setzt nun auf das Thema Hausbau. Als gelernte technische Zeichnerin hat sie sich in der Nähe von Berlin einen absoluten Lebenstraum erfüllt und hat den Kollegen von Bunte Live ein exklusives Interview in ihren neuen vier Wänden gegeben. Frühmorgens im idyllischen Hennigsdorf bei Berlin. In diesem schicken Neubau dürfen wir heute exklusiv besichtigen, wie sie sich eingerichtet hat. Die ehemalige Glücksradfee Maren Gilzer. Wir, das sind Maren, unsere und natürlich auch ihre Glücksfee. Hallo, herzlich willkommen. Ja, das ist unser neues Reich. Das habe ich entworfen und designt. Ja, und dann gehen wir weiter. Haben schon hier gleich meine Küche, Esszimmer, Wohnzimmer. Ja, und das ist es auch schon. Alles Weitere ist ein Stockwerk drüber. Maren Gilzer. Sie kann auf eine lange und erfolgreiche TV-Karriere blicken. Sie wurde zum Publikumsliebling, wechselte zwischen Moderation und Schauspielerei, wurde Siegerin beim Dschungelcamp. Und heute? Ich lasse mich da immer ein bisschen zu sehr treiben. Und warte immer das, was auf mich zukommt. Und wenn es mir gefällt, dann schnapp ich zu. So war es immer in meinem Leben. Und ich merke aber, dass diese Zeiten vorbei sind. Ich war ein bisschen traurig, dass es mit dem Glücksrad nicht geklappt hat. Und es macht jetzt ja Sonja Kraus und Thomas Hermanns. Da war ich ein bisschen neidisch. Muss ich zugeben. Bin auch nur ein Mensch. Und ein Immobilienprofi. Den Plan für Haus und Garten hat sie selbst entworfen. 1100 Quadratmeter umfasst Marens Grundstück. Bestlage direkt am Havelsee. Ja, und hier habe ich die tolle Aussicht. Direkt am See, wie im Urlaub. Und hier ist der ganze Stolz meines Mannes. Da durfte er sich so richtig schön austoben, weil das der Teil des Grundstücks ist, der die ganze Zeit in der Sonne ist. Habe ich gesagt, da macht Wiese keinen Sinn. Wird eh alles sandig, machen wir gleich einen Beach draus. 2019 hat Maren das Grundstück erworben. Darauf stand eine Ruine.
In 3 Jahren wurde abgerissen und neu gebaut. Das Grundstück hatte sogar 2 Baufelder, sodass die gelernte technische Zeichnerin Maren das Haus hinter ihrem auch noch geplant hat. Wer weiß, wenn du das Grundstück verkaufst, wer da was irgendwie drauf baut, was wir vielleicht nicht schön finden und was auch architektonisch so gar nicht zu unserem Haus passt. Und deswegen habe ich gedacht, nee, das willst du lieber in der eigenen Hand haben, was da steht. Und habe dann auch ein Zweifamilienhaus noch entworfen und das dann verkauft. Und ja, und die sind auch sehr glücklich in ihren Wohnungen. Ja, jetzt geht's nach oben vorbei an einen typischen Männertraum, jedenfalls den von meinem Mann, so ein Riva-Bötchen. Und hier oben ist jetzt unser Bürobereich, Schlafbereich und mein Traumbad. Die ursprüngliche Villa, die hier stand, die war aus den 20er Jahren. Und irgendwie wollte ich dann doch die Atmosphäre von diesem Haus wieder hier reinholen. Also ich liebe es auch, ich liebe den Art Deco und auch Jugendstil. Das sind so Elemente, die ich sehr schön finde und da konnte ich mich hier dann mal so richtig austoben. Marens selbst entworfenes Traumhaus beinhaltet auch eine Teeküche für den oberen Bereich, 2 Büros und natürlich genügend Platz für die Erinnerungen an ihre erste Karriere als TV-Star. Viel Tageslicht kommt ins Haus, das hat sich vor allem Harry gewünscht. Seit 4 Jahren Marens zweiter Ehemann. Beim Hausbau hat sich der erfolgreiche Unternehmer ansonsten zurückgehalten. Wir haben zum Beispiel diese Spüle hier, die hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Die lag dann in meinem Büro über 1 Jahr. Und Maren hat die Spüle entdeckt und hat auch sofort zugeschlagen. Und stapelte sich alles in seinem Büro. Wir haben unheimlich viel Spaß zusammen. Wir haben beide den gleichen lustigen, kindischen, albernen Humor. Gerade gestern Abend im Bett, bevor wir eingeschlafen sind, haben wir so rumgealbert, dass wir beide wirklich im Bett lagen und Tränen gelacht haben. Ich wollte schon eigene Kinder auch haben, aber nur mit dem richtigen Mann. Und ich habe Harry leider erst kennengelernt, als es biologisch, medizinisch nicht mehr möglich war bei mir. Auch wenn diese Liebe spät kam, Maren hat ihr Lebensglück ganz offensichtlich mit Harry und ihrem selbstgebauten Traumhaus gefunden.